13. Kapitel. Apollos Leier. So gelangten sie aufs Dach. Sie glitt so leicht darüber wie eine Schwalbe, die sich dort auskennt. Zwischen den drei Kuppeln und dem dreieckigen Giebel öffnete sich der weite Raum vor ihnen. Sie atmete tief und beobachtete das rege Treiben in den Straßenschluchten von Paris. Sie sah Raoul vertrauensvoll an. Sie rief ihn zu sich und zusammen gingen sie durch die Straßen aus Zinn, durch die Alleen aus Gusseisen. Sie betrachteten ihr Doppelbild im spiegelglatten Wasser des riesigen Reservoirs, die im Sommer den Ballettschülern, einem guten Dutzend kleiner Jungen, als Schwimmbassin dienen. Der Schatten, der ihnen weiter auf den Fersen folgte, erschien, schmiegte sich an die Dächer, wurde mit seinen flatternden schwarzen Flügeln an den Kreuzungen der eisernen Gassen länger, huschte um die Becken, schlich lautlos um die Kuppeln, und die unglücklichen jungen Leute ahnten nicht seine Anwesenheit, als sie sich schließlich zuversichtlich unter dem hohen Schutz Apollos hinsetzten, der mit den bronzenen Armen seiner Leier in den entflammten Frühlingshimmel streckte. Die untergehende Sonne tauchte die jungen Leute in einen Gold- und Purpurschimmer. Christine sagte zu Raoul: »Bald ziehen wir schneller als die Wolken bis ans Ende der Welt, und dort verlassen sie mich, Raoul. Wenn aber der Augenblick der Flucht gekommen ist und ich mich sträube, ihnen zu folgen, dann müssen sie mich gewaltsam entführen, Raoul.« Sie schien sich diese Worte abbringen zu müssen, während sie sich nervös an ihn klammerte. Der junge Mann sah sie betroffen an. »Haben Sie denn Angst, dass Sie Ihre Meinung ändern könnten, Christine?« »Ich weiß es nicht«, sagte sie und schüttelte ratlos den Kopf. »Er ist ein Dämon.« Sie zuckte zusammen und schmiegte sich seufzend in seine Arme. »Jetzt graut es mir davor, zu ihm zurückzukehren. Unter die Erde.« »Wer zwingt Sie denn dazu, Christine?« »Wenn ich nicht zu ihm zurückkehre, geschehen vielleicht schreckliche Dinge. Aber ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich weiß genau, dass man Mitleid mit Menschen haben muss, die unter der Erde leben. Aber der da ist fürchterlich. Doch die Stunde rückt näher. Mir bleibt nur noch ein Tag. Und wenn ich nicht komme, wird er mich mit seiner Stimme suchen. Er wird mich zu sich unter die Erde ziehen und mit seinem toten Kopf vor mir niederknien. Er wird mir sagen, dass er mich liebe, und weinen. Ach, diese Tränen, Raoul, diese Tränen in den Speichern. In den schwarzen Augenhöhlen des Totenkopfs. Ich kann den Anblick dieser fließenden Tränen nicht mehr ertragen.« Sie rang verzweifelt die Hände, während Raoul, den ihre Verzweiflung ansteckte, sie an seine Brust drückte. »Nein, nein, Sie werden ihn nie mehr sagen hören, dass er Sie liebe. Sie werden seine Tränen nie mehr fließen sehen. Lassen Sie uns fliehen. Lassen Sie uns sofort fliehen, Christine.« Und schon wollte er sie mit sich ziehen, aber sie hielt ihn zurück. »Nein, nein«, sagte sie und schüttelte schmerzlich den Kopf. »Nicht jetzt, das wäre zu grausam. Lassen Sie ihn morgen zum letzten Mal meinen Gesang lauschen, dann fliehen wir. Holen Sie mich um Mitternacht in meiner Garderobe ab, um 12:00. Zu dieser Zeit wartet er auf mich im Speisezimmer am See. Wir werden frei sein, und Sie nehmen mich mit, auch wenn ich mich sträube. Das müssen Sie mir schwören, Raoul. Denn ich spüre genau, dass ich, wenn ich diesmal zu ihm zurückkehre, wohl nie mehr wiederkommen werde.« Und nachdenklich fügte sie hinzu: »Das können Sie nicht verstehen.« Sie stieß einen Seufzer aus, den, wie ihr schien, hinter ihr ein Seufzer erwiderte. »Haben Sie nichts gehört?« Sie klapperte mit den Zähnen. »Nein«, beruhigte sie Raoul. »Ich habe nichts gehört.« »Es ist entsetzlich«, gestand sie, »dauernd so zu zittern. Dabei laufen wir hier keine Gefahr. Wir sind zu Hause, im Himmel, im Freien, am helllichten Tag. Die Sonne steht in Flammen, und Nachtvögel scheuen den Anblick der Sonne. Ich habe ihn noch nie bei Tageslicht gesehen. Das muss grauenhaft sein«, stammelte sie und schaute dabei Raoul verstört an. »Ach, als ich ihn zum ersten Mal sah, dachte ich, ich würde sterben.« »Warum dachten Sie das?« fragte Raoul tief erschrocken über diese seltsamen und ungeheuerlichen Bekenntnisse. »Weil ich ihn gesehen habe.« Diesmal drehten sich Raoul und Christine gleichzeitig um. »Hier ist jemand, der leidet«, sagte Raoul. »Vielleicht ein Verletzter. Haben Sie es gehört?« »Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen«, antwortete Christine. »Denn auch wenn er nicht da ist, habe ich immer seine Seufzer im Ohr. Wenn Sie allerdings etwas gehört haben...« Sie standen auf und schauten sich um. Sie waren auf dem riesigen Bleidach ganz allein. Sie setzten sich wieder, und Raoul fragte: »Wie haben Sie ihn zum ersten Mal gesehen?« »3 Monate hörte ich ihn, ohne ihn zu sehen. Als ich ihn das erste Mal hörte, glaubte ich, wie Sie, dass diese Stimme, die plötzlich an meiner Seite zu singen begann, in einem Nebenraum sang. Ich ging hinaus und sah nach.
Wie Sie wissen, liegt meine Garderobe allein und ich konnte außerhalb meiner Garderobe die Stimme nirgends entdecken, während sie in meiner Garderobe anhielt. Und zwar sang sie nicht nur, sondern redete auch mit mir, beantwortete meine Fragen wie eine echte Männerstimme, allerdings mit dem Unterschied, dass sie rein wie eine Engelstimme klang. Wie lässt sich so ein unglaubliches Phänomen erklären? Ich hatte nie aufgehört, von dem Engel der Musik zu träumen, den mir mein Vater gleich nach seinem Tod zuschicken versprochen hatte. Ich wage Ihnen diese Kindereien zu gestehen, Raoul, weil Sie meinen Vater gekannt haben, der Sie liebte, und weil Sie als kleiner Junge genau wie ich an den Engel der Musik glaubten. So, dass ich sicher sein darf, dass Sie mich nicht auslachen und sich nicht über mich lustig machen. Ich hatte meinen Freund, das zarte und gläubige Gemüt der kleinen Lotte, bewahrt, das bei Mama Valerius bestimmt gut aufgehoben war. Ich trug nun meine Seele auf meinen naiven Händen und brachte sie arglos der Männerstimme dar, die ich für einen Engel hielt. Nicht ganz ohne Schuld war dabei meine Adoptivmutter, der ich das unerklärliche Phänomen nicht verheimlichte. Sie sagte mir als Erste, das muss der Engel sein. Auf alle Fälle kannst du ihn danach fragen. Das tat ich auch, und die Männerstimme antwortete mir, dass sie tatsächlich die Engelstimme sei, die ich erwartete und mein Vater auf seinem Sterbelager zu mir schicken versprochen habe. Von diesem Augenblick bahnte sich eine große Vertraulichkeit zwischen der Stimme und mir an, denn ich schenkte ihr blindes Vertrauen. Sie sagte mir, sie sei auf die Erde hinabgestiegen, um mich in die höchsten Freuden der Kunst einzuweihen, und bat mich um die Erlaubnis, mir täglich Gesangsunterricht zu geben. Ich willigte eifrig ein und versäumte keine Verabredung mit ihr in meiner Garderobe, wo wir uns von Anfang an trafen, weil niemand uns in diesem abgelegenen Winkel der Oper störte. Wie soll ich Ihnen diese Stunden schildern? Können Sie sich, da Sie selbst die Stimme gehört haben, kein Bild davon machen? »Nein, ich kann mir wirklich kein Bild davon machen«, sagte der junge Mann. »Womit hat er sie denn begleitet?« »Mit einer Musik, die ich nicht kenne, die aus der Wand kam und unvergleichlich reinklang. Man hätte meinen können, mein Freund, dass die Stimme genau wusste, an welchem Punkt mein Vater durch seinen Tod meine Ausbildung abbrechen musste und auch, welche einfache Methode er angewandt hatte. Indem ich mich, oder genauer mein Organ, sich an alle vergangenen Stunden erinnerte und aus den jetzigen sofort Nutzen zog, machte ich erstaunliche Fortschritte, zu denen ich unter anderen Umständen Jahre gebraucht hätte.« »Mein Freund, bedenken Sie, dass ich recht zart bin und dass meine Stimme anfangs nicht besonders ausgeprägt war. Die tieferen Register waren kaum entwickelt, die hohen Töne ziemlich hart und die Mittellage verschleiert. All diese Mängel hatte mein Vater bekämpft und auch vorübergehend überwunden, aber die Stimme überwand sie nun endgültig. Allmählich vergrößerte ich mein Klangvolumen in einem Maße, wie ich es bei meiner früheren, schwachen Konstitution nicht erhoffen durfte. Ich lernte, meine Atmung möglichst weit auszudehnen. Vor allem vertraute mir die Stimme das Geheimnis an, die Brusttöne zu einem Sopran zu entwickeln. Das alles umgab sie mit dem heiligen Feuer der Inspiration. Sie erweckte in mir ein glühendes, verzehrendes, gesteigertes Leben. Die Stimme hatte die Macht, mich durch ihren Gesang zu sich emporzuziehen. Die Seele der Stimme ging in meinen Mund ein und strömte Harmonie aus. Nach einigen Wochen erkannte ich mich selbst nicht wieder, wenn ich sang. Ich war sogar darüber entsetzt. Ich hatte einen Augenblick Angst, dass irgendeine Hexerei dahinter stecke. Aber Mama Valerius beruhigte mich. Sie wisse, sagte sie, dass ich zu unschuldig sei, um einem Dämonen in die Hände zu fallen. Auf ausdrücklichen Befehl der Stimme blieben meine Fortschritte ein Geheimnis zwischen Mama Valerius und mir. Merkwürdigerweise sang ich außerhalb der Garderobe mit meiner Alltagsstimme, so dass niemand etwas merkte. Ich gehorchte der Stimme in allem. Sie sagte, warte noch, dann wirst du sehen, dass wir ganz Paris in Staunen versetzen. Und ich wartete. Ich lebte wie in einem ekstatischen Traum, in dem die Stimme befahl. Indessen erblickte ich sie eines Abends in der Oper. Ich freute mich so darüber, dass ich, als ich in meine Garderobe zurückkehrte, es nicht einmal zu verbergen versuchte. Zu unserem Unglück war die Stimme schon dort und sah mir an, dass ich etwas Ereignis hatte. Sie fragte mich, was mit mir los sei, und ich fand nichts dabei, ihr unsere harmlose Geschichte zu erzählen und ihr auch zu sagen, welchen Platz sie in meinem Herzen einnahm. Daraufhin verstummte die Stimme. Ich rief sie, aber sie antwortete nicht. Wahnsinnige Angst ergriff mich, dass sie für immer verschwunden sei. Wäre es nur so gewesen, mein Freund. Ich ging an diesem Abend verzweifelt nach Hause. Ich warf mich Mama Valerius an den Hals und sagte, »Stell dir vor, die Stimme ist fort. Vielleicht kommt sie nie mehr wieder.« Sie erschrak darüber genauso wie ich und fragte nach dem Grund. Ich erzählte ihr alles. Da sagte sie, »Mein Gott, die Stimme ist eifersüchtig.« Bei diesen Worten dämmerte mir allmählich, dass ich sie liebte, mein Freund.
An dieser Stelle hielt Christine kurz inne. Sie legte den Kopf an Raouls Brust und so verharrten sie einen Augenblick still umschlungen. Ihre Erregung war so groß, dass sie nicht bemerkte, wie einige Schritte von ihnen entfernt der Schatten zweier großer schwarzer Flügel über die Dächer auf sie zuhuschte und ihnen so nahe kam, dass diese sich nur hätten zu schließen brauchten, um sie zu ersticken. »Am nächsten Tag«, fuhr Christine mit einem tiefen Seufzer fort, »ging ich nachdenklich in meine Garderobe. Die Stimme war da, ach mein Freund, sie war voller Trauer. Sie erklärte unmissverständlich, dass ihr, wenn ich mein Herz auf Erden verschenken wolle, nichts anderes übrig bliebe, als in den Himmel zurückzukehren. Sie sagte das mit einem so schmerzlichen, menschlichen Ton, dass ich davon schon Verdacht hätte schöpfen und erkennen müssen, dass ich das Opfer einer Sinnestäuschung war. Aber mein Glaube an die mit der Erinnerung an meinen Vater so eng verknüpfte Erscheinung der Stimme war noch unangetastet. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als sie nie mehr zu hören. Andererseits dachte ich über die Gefühle nach, die mich zu ihnen hinzogen, und ich wollte jede unnötige Gefahr vermeiden, zumal ich nicht einmal wusste, ob sie sich noch an mich erinnerten. Auf alle Fälle verbot mir, ihr gesellschaftlicher Stand, je an eine Heirat zu denken. Ich schwor der Stimme, dass sie für mich wie ein Bruder seien, dass ich sie nie als etwas anderes betrachten werde und dass mein Herz keine irdische Liebe kenne. Deshalb wandte ich mich ab, wenn sie auf der Bühne oder in den Korridoren meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken versuchten, mein Freund. Deshalb erkannte ich sie scheinbar nicht. Deshalb übersah ich sie, indessen versetzten mich die Gesangsstunden der Stimme in göttliches Entzücken. Noch nie hatte mich die Schönheit der Klänge so hingerissen, und eines Tages sagte die Stimme, »Christine Daae, geh jetzt und bringe den Menschen himmlische Musik!« Wieso an jenem Galaabend die Carlotta nicht in der Oper erschien, wieso man mich rief, um für sie einzuspringen, weiß ich nicht. Aber ich sang mit neu empfundener Begeisterung. Ich fühlte mich so leicht, als hätte ich Flügel. Ich glaubte einen Augenblick, dass meine entflammte Seele meinen Körper verlassen hätte. »Ach, Christine«, sagte Raoul, dessen Augen bei dieser Erinnerung feucht wurden. »An diesem Abend schwang mein Herz bei jedem Ton ihrer Stimme. Ich sah die Tränen über ihre Wangen rinnen und weinte mit. Wie konnten sie weinen und singen zugleich?« »Meine Kräfte verließen mich«, sagte Christine, »und ich machte die Augen zu. Als ich sie wieder aufschlug, erblickte ich sie an meiner Seite. Aber auch die Stimme war da, Raoul. Ich hatte Angst um sie und wollte sie deshalb auch diesmal nicht wiedererkennen. Darum lachte ich sie, als sie mich daran erinnerten, dass sie meine Schärpe aus dem Meer gefischt hätten. Leider lässt sich die Stimme nicht täuschen. Sie erkannte sie. In den nächsten beiden Tagen machte sie mir fürchterliche Szenen. Sie sagte, »Du liebst ihn. Wenn du ihn nicht liebest, würdest du ihm nicht ausweichen, sondern ihm als alten Freund wie jedem anderen die Hand geben. Wenn du ihn nicht liebest, hättest du keine Angst, mit ihm und mir allein in der Garderobe zu sein. Wenn du ihn nicht liebest, würdest du ihn nicht fortschicken.« »Das reicht«, entgegnete ich der Stimme aufgebracht. »Morgen muss ich zum Grabe meines Vaters in Perros fahren. Ich habe Monsieur Raoul de Chagny gebeten, mich zu begleiten.« »Wie du willst«, erwiderte die Stimme, »aber wisse, dass ich auch in Perros sein werde, denn wo du bist, Christine, da bin ich auch, und wenn du meiner noch würdig bist, wenn du nicht gelogen hast, werde ich dir zur Mitternacht am Grabe deines Vaters La Resurrection de Lazare auf seiner Geige vorspielen.« »Ich schrieb ihnen also den Brief, mein Freund, der sie bewog, nach Perros zu fahren. Wie konnte ich mich nur so täuschen lassen? Wieso kam mir bei der rein persönlichen Sorge der Stimme nie der Verdacht, dass es sich um einen Betrug handeln könnte? Leider hatte ich mich selber nicht mehr in der Hand. Ich war ihr verfallen. Und die Mittel, die der Stimme zur Verfügung standen, konnte ein Kind wie mich leicht hinters Licht führen.« »Aber schließlich«, unterbrach Raoul Christine, als sie mit allzu unschuldigen Tränen ihre Dummheit beweinte, »aber schließlich sind sie doch hinter die Wahrheit gekommen. Wieso haben sie dann nicht sofort diesem schrecklichen Spuk in den Rücken gekehrt?« »Hinter die Wahrheit gekommen, mein armer Freund, er begann für mich ja erst richtig an dem Tage, an dem ich hinter die Wahrheit gekommen bin. Schweigen Sie, schweigen Sie! Ich habe Ihnen nichts gesagt. Bedauern Sie mich, Raoul, wenn wir jetzt vom Himmel wieder zur Erde hinabsteigen, bedauern Sie mich. Eines Abends, wissen Sie, an jenem fatalen Abend, an dem ein Unglück nach dem anderen folgte, an dem Abend, an dem die Carlotta den Eindruck haben konnte, in eine grässliche Kröte verwandelt worden zu sein und lauter ausstieß, als hätte sie ihr Leben im Sumpf verbracht, an dem Abend, an dem es im Saal plötzlich stockfinster wurde und der Lüster donnernd im Parkett zerschellte. An dem Abend, an dem es Tote und Verwundete gab und die Oper von Schmerzensschreien widerhallte, an dem Abend galt mein erster Gedanke nach der Katastrophe, gleichzeitig Ihnen und der Stimme, denn damals gehörte Ihnen beiden je eine Hälfte meines Herzens.
Um sie brauchte ich mir schon bald nicht mehr zu sorgen, denn ich erblickte sie in der Loge ihres Bruders und wusste, dass ihnen dort keine Gefahr drohte. Um die Stimme, die mir gesagt hatte, sie wolle der Aufführung beiwohnen, hatte ich dagegen Angst, ja echte Angst, als wäre sie ein gewöhnlicher Sterblicher. Ich sagte mir, mein Gott, vielleicht hat der Lüster die Stimme zermalmt. Ich stand so entgeistert auf der Bühne, dass ich im Begriff war, in den Saal zu eilen, um zwischen den Toten und Verwundeten die Stimme zu suchen, als mir einfiel, dass sie, wenn ihr nicht zugestoßen wäre, schon in meiner Garderobe sein müsste. Ich rannte hin. Die Stimme war nicht da. Ich schloss mich in der Garderobe ein und flehte die Stimme mit Tränen in den Augen an, sich mir zu offenbaren, wenn sie noch am Leben sei. Sie antwortete mir nicht, aber ich hörte plötzlich einen langen, wunderbaren Seufzer, den ich gut kannte. Es war die Klage des Lazarus, als er auf Jesus geheißt die Augen langsam aufschlägt und wieder das Tageslicht erblickt. Es war das Schluchzen der Geige meines Vaters. Ich erkannte seinen Bogenstrich wieder, denselben Raoul, der uns einst auf den Wegen von Perros innehalten ließ, denselben, der die Nacht auf dem Friedhof verzauberte. Dann erklang auf dem unsichtbaren und jetzt jubelnden Instrument der Freuden Ruf des Lebens, und die Stimme sang die gewaltigen und großartigen Worte. »Komm heraus und glaube an mich. Wer an mich glaubet, der wird leben. Ob er gleich stürbe, und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben.« Ich kann Ihnen nicht sagen, wie tief mich diese Musik beeindruckte, die das ewige Lieben verkündete, während in unserer Nähe die von den Lüstern Zerschmetterten ihren Geist aufgaben. Mir war es, als befehle die Stimme auch mir, aufzustehen und zu ihr zu kommen. Sie entfernte sich, und ich folgte ihr. »Komm und glaube an mich!« Ich glaubte an sie und ging weiter, und merkwürdigerweise schien sich die Garderobe vor meinen Schritten zu verlängern, immer länger zu werden. Sicher handelte es sich um einen Spiegeleffekt, denn ich ging auf den Spiegel zu, und auf einmal hatte ich meine Garderobe verlassen, ohne zu wissen wie. Raoul unterbrach brüst das junge Mädchen. »Was heißt hier, ohne zu wissen wie? Christine, Christine, Sie müssen versuchen, nicht mehr zu träumen.« »Ach, mein armer Freund, ich habe nicht geträumt. Ich verließ meine Garderobe. Sie, der Sie mich eines Abends aus meiner Garderobe verschwinden sahen, können mir das vielleicht erklären, ich aber kann es nicht. Ich kann Ihnen nur eines sagen, als ich vor dem Spiegel stand, sah ich ihn plötzlich nicht mehr vor mir und suchte ihn hinter mir, aber da war kein Spiegel, keine Garderobe mehr. Ich befand mich in einem finsteren Gang. Ich hatte Angst und schrie.« Um mich herum war es stockdunkel, nur in der Ferne beleuchtete ein schwacher roter Schimmer einen Mauervorsprung, eine Ecke. Ich schrie und schrie, nur meine Stimme widerhallte von den Wänden, Gesang und Geige waren verstummt. Da legte sich im Dunkel plötzlich eine Hand auf meine, und da, genauer, das Knochiges und Eisiges umklammerte mein Handgelenk und ließ mich nicht mehr los. Ich schrie. Ein Arm fasste mich um die Taille und hob mich hoch. Ich sträubte mich erst entsetzt. Meine Finger glitten über die feuchten Steine, ohne einen Halt zu finden. Dann rührte ich mich nicht mehr. Ich glaubte vor Schreck sterben zu müssen. Man trug mich zu dem schwachen, roten Schimmer. Wir gelangten in den Lichtkreis, und da sah ich, dass ich mich in den Händen eines Mannes befand, der in einen weiten, schwarzen Mantel gehüllt war und dessen ganzes Gesicht eine Maske bedeckte. Ich machte eine letzte Anstrengung. Ich straffte die Glieder und öffnete den Mund, um mein Grauen hinauszubrüllen, aber seine Hand schloss ihn mir, eine Hand, die ich auf meinen Lippen, meiner Haut spürte und die nach Tod roch. Ich sank in Ohnmacht. Wie lange ich die Besinnung verlor, weiß ich nicht. Als ich die Augen wieder aufschlug, befanden wir uns immer noch im Dunkeln. Das gedämpfte Licht einer auf dem Boden stehenden Laterne fiel auf eine Quelle. Das aus der Wand sprudelnde Wasser versickerte gleich wieder in der Erde, auf der ich der Länge nach lag. Mein Kopf ruhte auf dem Knie des Mannes mit dem schwarzen Mantel und der schwarzen Maske, der mir stumm die Schläfen mit einer Sorgfalt, Aufmerksamkeit und Zurückhaltung kühlte, die ich noch fürchterlicher fand als die brutale Entführung. Seine zarten Hände rochen immer noch nach Tod. Ich stieß sie kraftlos zurück und fragte tonlos, »Wer sind Sie? Wo ist die Stimme?« Nur ein Seufzer antwortete mir. Plötzlich streifte ein heißer Atem mein Gesicht, und ich erkannte im Dunkeln neben der schwarzen Gestalt deutlich eine weiße Gestalt. Die schwarze Gestalt hob mich auf die weiße Gestalt. Da drang sogleich ein frohes Wiehern in meine verblüfften Ohren, und ich murmelte, »Cäsar!« Das Tier zitterte. Mein Freund, ich lag halb auf einem Sattel, und ich hatte den Schimmel des Propheten wiedererkannt, den ich so oft mit Zuckerwürfeln verwöhnt hatte. Eines Abends wurde nun im Theater gemunkelt, dass dieses Tier verschwunden, dass es von dem Phantom der Oper gestohlen worden sei. Ich glaubte zwar an die Stimme, aber ich hatte nie an das Phantom geglaubt. Jetzt fragte ich mich freilich voller Grauen, ob ich etwa die Gefangene des Phantoms sei.
Ich rief in meinem Herzen die Stimme zu Hilfe, denn mir wäre nie der Gedanke gekommen, dass die Stimme und das Phantom eins seien. Haben Sie schon von dem Phantom der Oper gehört, Raoul? Ja, antwortete der junge Mann. Aber Christine, erzählen Sie mir, was mit Ihnen geschah, als Sie auf dem Schimmel des Propheten lagen. Ich rührte mich nicht und ließ mich führen. Allmählich wich die Angst und der Schreck, in die mich dieses infernale Abenteuer versetzt hatte, einer merkwürdigen Benommenheit. Die schwarze Gestalt hielt mich fest und ich unternahm nichts mehr, um ihr zu entfliehen. Ein seltsamer Friede breitete sich über mich und ich dachte, irgendein Elixier übe einen wohltuenden Einfluss auf mich aus. Ich war voller Bewusstsein, meine Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit, die übrigens von flüchtigen Lichtstrahlen unterbrochen wurde. Ich meinte, dass wir uns in einer schmalen, kreisförmigen Galerie befanden, vermutlich in der, die um die Oper führt, denn deren Umfang unter der Erde ist riesig. Einmal, mein Freund, ein einziges Mal war ich in diesen ungeheuren Unterbau hinabgestiegen, aber nur bis zur dritten Etage, dann wagte ich mich nicht tiefer in die Erde. Immerhin hatte man schon in den zwei Etagen, die sich zu meinen Füßen öffneten, eine ganze Stadt unterbringen können. Aber die Gestalten, die dort erschienen, trieben mich in die Flucht. Es gibt dort Dämonen, ganz in Schwarz, vor den Kesseln. Sie hantieren mit Schaufeln und Gabeln, schnüren die Glut, entfachen die Flammen, drohen einem, wenn man sich ihnen nähert, indem sie vor einem plötzlich die roten Rachen der Öfen aufreißen. Während mich nun Cäsar in dieser grauenvollen Nacht ruhig auf seinem Rücken trug, erblickte ich auf einmal in weiter Ferne und ganz winzig, so wie durch ein umgedrehtes Opernglas, die schwarzen Dämonen vor der roten Glut ihrer Heizkessel. Sie tauchten auf, verschwanden, tauchten wieder auf. Schließlich verstanden sie endgültig. Die Gestalt des Mannes hielt mich immer noch fest und Cäsar trabte, ohne mit den Zügeln gelenkt zu werden, sicher weiter. Ich kann Ihnen nicht einmal annähernd sagen, wie lange unser Ritt durch die Nacht dauerte. Ich hatte nur das Gefühl, dass wir uns im Kreis drehten, immer im Kreis, dass wir uns auf einer festen Spirale bis in das Erdinnere hinabschlängelten. Oder drehte sich mir nur der Kopf? Nein, ich hatte einen erstaunlich klaren Kopf. Plötzlich blähte Cäsar die Nüste und schnaubte Luft ein und beschleunigte seine Schritte. Ich spürte Feuchte, dann blieb Cäsar stehen. Die Nacht wurde heller, ein bläulicher Schimmer umgab uns. Ich schaute mich um, wo wir waren. Wir befanden uns am Ufer eines Sees, dessen leiernes Wasser sich in der Ferne im Dunkeln verlor, aber das blaue Licht beleuchtete dieses Ufer und ich erblickte einen kleinen Kahn, der in einem Eisenring gekettet war. Ich wusste zwar, dass alles wirklich war und dass der Anblick dieses Sees und dieses Boots unter der Erde nichts Übernatürliches an sich hatte, aber bedenken Sie die außergewöhnlichen Umstände, unter denen ich zu diesem Ufer gelangte. Diese Seelen der Toten dürften kaum mehr Unruhe verspürt haben, wenn sie zum Styx kamen. Charon war bestimmt nicht schauerlich oder schweigsamer als die Gestalt des Mannes, die mich in den Kahn trug. Hatte die Wirkung des Elixiers nachgelassen? Genügte frische Luft, um mich wieder ganz zu mir zu bringen? Jedenfalls schwand meine Benommenheit und ich machte einige Bewegungen, die mein Wiedererwachen des Entsetzten ankündigten. Mein finsterster Begleiter muss es gemerkt haben, denn mit schnellen Wink schlägte er Cäsar fort, der in das Dunkle der Galerie davongaloppierte, in dessen vier Hufeisen ich die Stufen einer Treppe hinaufgaloppieren hörte. Dann sprang der Mann in den Kahn und löste dessen Kette. Er ergriff die Ruder und legte sich tüchtig in die Riemen. Er wandte die Augen hinter der Maske nicht von mir ab, das Gewicht ihrer unbeweglichen Pupillen lastete auf mir. Das Wasser rings um uns machte kein Geräusch. Wir glitten durch die bläulichen Schimmer, von dem ich Ihnen schon erzählt habe. Dann wurde es wieder dunkel und wir landeten. Der Kahn stieß gegen etwas Hartes. Von neuem wurde ich auf den Armen getragen. Inzwischen hatte ich Kraft gesammelt und schrie, aber plötzlich verstummte ich, von Licht geblendet, ja einem hellen Licht, in das man mich gebracht hatte. Ich sprang auf, alle Schwäche war von mir gewichen. In der Mitte eines Salons, der nur mit Blumen geschmückt zu sein schien, herrlichen und wegen der um die Körper gebundenen Seidenbänder lächerlich wirkenden Blumen, wie man sie in den Boulevardgeschäften kauft, überzüchteten Blumen, wie ich sie nach jeder Premiere in meiner Garderobe vorzufinden pflegte. Inmitten dieses typisch pariserischen Wohlgeruchs stand die schwarze Gestalt des maskierten Mannes mit verschränkten Armen und sprach: »Beruhige dich, Christine, dir droht keine Gefahr.« Es war die Stimme. Meine Wut konnte es mit einer Verblüffung aufnehmen. Ich stürzte mich auf die Maske und wollte sie herunterreißen, um das Gesicht der Stimme zu sehen. Da sagte die Männergestalt zu mir: »Dir droht keine Gefahr, wenn du nicht an meine Maske kommst.« Sie zwang mich, indem sie sanft meine Handgelenke umfasste, zum Sitzen. Dann kniete sie vor mir nieder und schwieg.
Diese demütige Geste verlieh mir neuen Mut. Das Licht, das alles um mich herum hervortreten ließ, brachte mich in die Wirklichkeit zurück. Das Abenteuer umgab sich jetzt, so seltsam auch es sein mochte, mit irdischen Dingen, die ich sehen und berühren konnte. Die Tapete, die Möbel, die Leuchter, die Vasen und die Blumen, von denen ich fast hätte sagen können, woher sie in ihren vergoldeten Körben stammten und wie viel sie gekostet hatten, sperrten meine Fantasie in einen Salon ein, der genauso banal war wie viele andere, die zu ihrer Entschuldigung wenigstens anführen konnten, nicht im Unterbau der Oper zu liegen. Zweifellos hatte ich es mit irgendeinem abscheulichen Kauz zu tun, der sich aus mysteriösen Gründen im Keller eingenistet hatte, wie mancher andere aus Notwendigkeit und mit dem stummen Einverständnis der Verwaltung eine feste Unterkunft auf dem Boden dieses modernen Turms von Babel gefunden hatte, wo man eifrig integrierte, in allen Sprachen sang und sich in allen Dialekten gefiel. Die Stimme, die ich trotz ihrer Maske wiedererkannte, die Stimme zu meinen Füßen, war also ein Mann. Ich dachte nicht mehr an meine schreckliche Lage, ich fragte mich nicht mehr, was aus mir werden sollte und in welcher dunklen, kaltblütigen, tyrannischen Absicht ich zu diesem Salon entführt worden war, so wie man einen Gefangenen in den Kerker wirft oder eine Sklavin in den Harem. Nein, nein, nein! Ich sagte mir, die Stimme ist also ein Mann! Und ich begann zu weinen. Der Mann zu meinen Füßen begriff wohl den Sinn meiner Tränen, denn er sagte: »Es ist wahr, Christine. Ich bin weder ein Engel noch ein guter Geist, noch ein Phantom. Ich bin Erik.« Auch an dieser Stelle wurde Christines Erzählung unterbrochen. Den jungen Leuten schien es, als wiederholte ein Echo hinter ihnen Erik. Welches Echo? Sie drehten sich um und sahen, dass es Abend geworden war. Raoul wollte aufstehen, aber Christine hielt ihn zurück. »Bleiben Sie! Hier sollen Sie alles erfahren!« »Warum hier, Christine? Ich habe Angst, dass Sie sich in der Abendluft erkälten werden.« »Wir brauchen nur Angst vor den Falltüren zu haben, mein Freund, und hier liegen die Falltüren am anderen Ende der Welt, denn ich darf sie nicht außerhalb der Oper treffen. Jetzt ist nicht der Augenblick, dagegen zu protestieren. Möge er nur keinen Verdacht schöpfen.« »Christine, Christine, irgendetwas sagt mir, dass es falsch von uns ist, bis morgen Abend zu warten, dass wir sofort fliehen sollten.« »Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass er unendlich leiden muss, wenn er mich morgen Abend nicht singen hört.« »Es ist schwierig, Erik nicht leiden zu lassen und ihn für immer zu verlassen.« »Da haben Sie ganz recht, Raoul, denn wenn ich ihn verlasse, wird er sterben.« Das junge Mädchen fügte tonlos hinzu. »Allerdings setzen wir das selber aufs Spiel, denn wir laufen Gefahr, dass er uns töten wird.« »Liebt er Sie denn so?« »Bis zum Verbrechen.« »Aber seine Wohnung ist nicht unauffindbar. Man wird ihn dort aufsuchen. Solange Erik kein Phantom ist, kann man ihn verhören und sogar zum Sprechen zwingen.« Christine schüttelte den Kopf. »Nein, nein! Man kann Erik nichts anhaben, man kann nur vor ihm fliehen.« »Warum sind Sie, da Sie fliehen konnten, zu ihm zurückgekehrt?« »Weil es sein musste. Sie werden das begreifen, wenn ich Ihnen erzähle, wie ich ihn verließ.« »Oh, ich hasse ihn!« rief Raoul. »Und Christine?« »Sagen Sie es mir. Ich muss es wissen, um mir ruhiger die Fortsetzung dieser merkwürdigen Liebesgeschichte anhören zu können. Christine, hassen Sie ihn?« »Nein«, antwortete Christine schlicht. »Wozu denn die vielen Worte? Sicher lieben Sie ihn. Ihre Angst, Ihr Entsetzen, all das ist Teil der köstlichen Liebe, der Liebe, die man sich nicht eingesteht«, sagte Raoul bitter. »Der Liebe, die einen erschaudern lässt, wenn man an sie denkt. Man stelle sich nur vor, ein Mann, der in einem unterirdischen Palast lebt.« Er lächelte spöttisch. »Sie wollen also, dass ich zu ihm zurückkehre«, unterbrach ihn das junge Mädchen schroff. »Hüten Sie sich, Raoul, ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich da nie wieder zurückkomme.« Es entstand eine schreckliche Stille zwischen den Dreien, den beiden, die miteinander redeten, und dem Schatten, der hinter ihnen zuhörte. »Ehe ich darauf antworte«, sagte Raoul schließlich nachdenklich, »möchte ich wissen, welches Gefühl er Ihnen einflößt, da Sie ihn nicht hassen.« »Entsetzen«, antwortete sie. Sie stieß dieses Wort so laut hervor, dass es die Seufzer der Nacht übertönte. »Das ist die Schreckliche an diesem steigenden Fieber«, fuhr sie fort. »Er flößt mir Entsetzen ein, aber ich verabscheue ihn nicht. Wie sollte ich ihn hassen, Raoul? Stellen Sie sich doch Erik zu meinen Füßen in der unterirdischen Wohnung vor. Er beschuldigt sich, er verwünscht sich, er fleht mich um Verzeihung an. Er gibt seinem Betrug zu. Er liebt mich, er legt mir seine ungeheure und tragische Liebe zu Füßen. Er hat mich aus Liebe entführt. Er hat mich aus Liebe bei sich unter der Erde eingesperrt.
aber er verehrt mich, er erniedrigt sich, er stöhnt, er weint. Ich stehe auf. Raoul, ich sage ihm, dass ich ihn nur verachten könne, wenn er mich nicht auf der Stelle meine Freiheit wiedergebe, die er mir geraubt habe. Und da geschieht das Unglaubliche. Er schenkt sie mir. Ich brauche nur zu gehen. Er ist bereit, mir den geheimen Weg zu zeigen. Allerdings ist auch er aufgestanden und ich werde gezwungen, daran zu denken, dass er zwar weder ein Phantom noch ein Engel, noch ein guter Geist, aber immerhin die Stimme ist. Denn er beginnt zu singen. Ich höre zu und bleibe. An diesem Abend sprachen wir kein Wort mehr. Er hatte die Harfe ergriffen und sang mir mit Menschen, mit Engelstimme die Romanze der Desdemona vor. Bei der Erinnerung, dass ich sie selbst einmal gesungen hatte, errötete ich vor Scham. Meinem Freund wohnte eine Macht inne, die uns alles um uns herum vergessen lässt, bis auf die Klänge, die unser Herz bewegen. Ich dachte nicht mehr an mein ungewöhnliches Abenteuer. Für mich gab es nur noch die Stimme und ich folgte ihr berauscht. Ich gehörte zu Orpheus Schar. Sie führte mich in den Schmerz und in die Freude, in das Leid, die Verzweiflung, die Heiterkeit, in den Tod und in das Eheglück. Ich lauschte. Sie sang mir unbekannte Melodien vor. Sie ließ mich eine neue Musik hören, die in mir ein seltsames Gefühl der Sanftheit, Trägheit, Ruhe erweckte. Eine Musik, die, nachdem sie meine Seele erst beflügelt hatte, sie nun allmählich einwiegte und bis zur Schwelle des Traums führte. Ich schlief ein. Als ich aufwachte, lag ich allein auf einer Chaise Longue in einem kleinen, einfachen Zimmer, in dem nur ein banales Mahagoni-Bett stand, die Wände mit gewirktem Tuch bespannt waren, eine Lampe auf der Marmorplatte einer Louis-Philippe-Kommode Licht spendete. Was sollte diese neue Umgebung bedeuten? Ich fuhr mir mit der Hand über die Stirn, als wollte ich einen bösen Traum verscheuchen. Leider erkannte ich schon bald, dass ich nicht geträumt hatte. Ich war gefangen und konnte von meinem Zimmer nur in ein luxuriöses Badezimmer gehen. Fließendes, warmes und kaltes nach Wasser, nach Belieben. Als ich in mein Zimmer zurückkehrte, entdeckte ich auf der Kommode einen mit roter Tinte geschriebenen Zettel, der mich über meine trübe Lage restlos aufklärte. Und falls das noch nicht nötig gewesen wäre, auch meine letzten Zweifel an der Wirklichkeit der Ereignisse zerstreute. »Meine liebe Christine«, stand darauf, »mach dir keine Sorgen über dein Schicksal, du hast auf der ganzen Welt keinen besseren und respektvolleren Freund als mich. Augenblicklich bist du allein in dieser Wohnung, die dir gehört. Ich bin ausgegangen, um dir die nötige Wäsche zu besorgen.« »Offenbar bin ich in einem Irren in die Hände gefallen«, rief ich. »Was soll nur aus mir werden? Wie lange gedenkt mich dieser Elende hier eingesperrt zu halten?« Wie besessen rannte ich in meiner kleinen Wohnung herum und suchte vergeblich einen Ausweg. Ich warf mir meinen albernen Aberglauben bitter vor und verspottete mit schmerzlichem Eifer die blinde Unschuld, mit der ich die Stimme des Engels der Musik durch die Wände hindurch willkommen geheißen hatte. Wenn man so töricht ist, darf man sich nicht über die schlimmsten Katastrophen wundern, denn man hat sie alle verdient. Am liebsten hätte ich mich selbst geohrfeigt und ich begann gleichzeitig über mich zu lachen und zu weinen. In diese Verfassung fand mich Erik. Nachdem er dreimal kurz an die Wand geklopft hatte, trat er gelassen durch eine Tür ein, die ich nicht zu entdecken vermocht hatte, und ließ sie hinter sich auf. Er war mit Schachteln und Paketen beladen, die er in aller Gemütsruhe auf mein Bett legte, während ich ihn mit Beschimpfungen überschüttete und ihn aufforderte, seine Maske abzusetzen, wenn sich dahinter angeblich das Gesicht eines Ehrenmannes verberge. Er erwiderte mit feierlichem Ernst, »Du wirst Eriks Gesicht nie erblicken.« Dann tadelte er mich, dass ich meine Toilette noch nicht gemacht hätte, es sei doch schon 2 Uhr mittags. Er lasse mir eine halbe Stunde, um sie zu beenden. Bei diesen Worten stellte er meine Uhr und zog sie auf. Daraufhin lud er mich in das Speisezimmer ein, wo er, wie er verkündete, ein ausgezeichnetes Mahl auf uns warte. Ich hatte großen Hunger, schlug ihm die Tür vor der Nase zu und ging ins Badezimmer. Ich nahm ein Bad, nachdem ich eine gewaltige Schere neben mich gelegt hatte, mit der ich mich umbringen wollte, falls Erik aus seiner bisherigen Narrenrolle fallen und sich nicht mehr als Ehrenmann aufführen sollte. Das frische Wasser tat mir gut und als ich mich zu Erik gesellte, hatte ich den klugen Entschluss gefasst, ihn weder zu beschimpfen noch zu kränken, sondern ihm, wenn es sein musste, sogar zu schmeicheln, um möglichst bald meine Freiheit wiederzuerlangen. Er fing an, von dem, was er mit mir vorhatte, zu sprechen, und zwar, wie er sagte, um mich zu beruhigen. Er genieße meine Gesellschaft zu sehr, um sofort darauf zu verzichten, wozu er am Vorabend angesichts meines entsetzten Ausdrucks eigentlich bereit gewesen sei. Jetzt müsse ich aber zur Einsicht gekommen sein, dass ich keine Veranlassung mehr habe, über seine Gegenwart entsetzt zu sein. Er liebe mich, wolle es mir aber nur so oft sagen, wie ich es ihm erlaube, und die übrige Zeit solle der Musik gewidmet werden. »Was verstehen Sie unter der übrigen Zeit?« fragte ich. »5 Tage.« »Und danach werde ich frei sein?«
Ja, du wirst frei sein, Christine, denn nach Ablauf der 5 Tage wirst du gelernt haben, mich nicht mehr zu fürchten, und dann brauchst du den armen Erik von Zeit zu Zeit. Mich rührte der Ton, mit dem er die letzten Worte sagte. Mir schien eine so echte, so beklagenswerte Verzweiflung daraus zu sprechen, dass ich freundlich zu der Maske aufsah. Ich konnte nur die Augen hinter der Maske erkennen, was an sich nicht das seltsame Unbehagen abschwächte, das einen befiel, wenn man dieses geheimnisvolle Viereck aus schwarzer Seide ansah. Aber unter dem Stoff am unteren Rand der Maske rannen Tränen hervor. Schweigend bot er mir den Platz am anderen Ende des kleinen Tisches an, der in der Mitte des Zimmers stand, in dem er mir am Vorabend auf der Harfe vorgespielt hatte, und ich setzte mich verwirrt hin. Aber ich aß mit großem Appetit einige Krebsschwänze, einen Hühnerschenkel und trank dazu etwas Tokaja, den er, wie er erzählte, aus dem Weinkeller von Königsberg mitgebracht habe, in denen Falstaff ein Stammkunde gewesen sei. Er selbst aß und trank nichts. Ich fragte ihn nach seiner Nationalität und ob der Name Erik nicht skandinavischen Ursprungs sei. Er antwortete mir, dass er weder Namen noch Vaterland besitze und den Namen Erik zufällig angenommen habe. Ich fragte ihn, warum er, wenn er mich liebe, kein anderes Mittel gefunden habe, es mich wissen zu lassen, als das, mich zu entführen und bei sich unter der Erde einzusperren. »Es ist schwierig«, sagte ich, »Liebe in einer Gruft zu gewinnen.« »Man trifft sich eben dort, wo man kann«, antwortete er in einem sonderbaren Ton. Dann stand er auf und reichte mir die Hand, denn er wolle mir, sagte er, seine Wohnung zeigen, aber ich zog meine Hand heftig zurück und stieß einen Schrei aus. Was ich nämlich berührt hatte, war zugleich feucht und knochig, und ich erinnerte mich, dass seine Hände nach Tod rochen. »Oh, Verzeihung«, seufzte er, »ich hielt mir die Tür auf.« »Das ist mein Zimmer«, sagte er. »Es ist recht merkwürdig, wenn du es dir ansehen willst.« Ich zögerte nicht. Mir schien, dass ich in ein Sterbezimmer eindrang. Die Wände waren von oben bis unten schwarz behangen, aber statt der weißen Perlen, die gewöhnlich eine Trauerausstattung ergänzten, sah man auf riesigen Notenlinien, die sich wiederholten, Tonfolgendes: »Dies Irae«. In der Mitte des Raumes stand ein Baldachin mit Vorhängen aus rotem Brokat und darunter ein offener Sarg. Bei diesem Anblick schrak ich zurück. »Darin schlafe ich«, sagte Erik. »Im Leben muss man sich an alles gewöhnen, sogar an die Ewigkeit.« Ich wandte meinen Kopf ab, so unheimlich war ich davon berührt. Da fiel mein Blick auf die Klaviatur einer Orgel, die eine ganze Wandfläche einnahm. Auf dem Notenpult stand ein mit roten Noten vollgekritzeltes Heft. Ich fragte, ob ich es mir ansehen dürfte, und las auf der ersten Seite Don Juans Triumph. »Ja«, sagte er. »Gelegentlich komponiere ich. Dieses Werk habe ich vor 20 Jahren begonnen. Wenn es fertig ist, nehme ich es mit in diesen Sarg, und dann werde ich nicht mehr erwachen. Dann müssen Sie möglichst selten daran arbeiten«, sagte ich. Manchmal arbeite ich 14 Tage und Nächte hintereinander daran, in denen ich ganz für die Musik lebe, und dann ruhe ich mich jahrelang aus. »Wollen Sie mir nicht etwas aus Ihrem Don Juans Triumph vorspielen?« fragte ich, um ihnen eine Freude zu machen, indem ich meinen Widerwillen überwand, in diesem Sterbezimmer zu bleiben. »Verlang das nie von mir«, antwortete er finster. »Dieser Don Juan wurde nicht nach dem Libretto eines Lorenzo da Ponte geschrieben, nicht von Wein, Weibergeschichten und Lastern inspiriert und schließlich von Gott bestraft. Wenn du willst, spiele ich dir Mozart vor, der deinen schönen Augen Tränen entlockt und dich zu erbaulichen Gedanken anregt. Mein Don Juan brennt dagegen, Christine, wenn er auch nicht vom himmlischen Feuer geschlagen wird.« Daraufhin kehrten wir in den Salon zurück. Ich stellte fest, dass es in der ganzen Wohnung keinen Spiegel gab, und wollte schon eine Anmerkung darüber machen. Aber Erik hatte sich ans Klavier gesetzt und sagte, »Weißt du, Christine, es gibt eine so schreckliche Musik, dass sie alle verzehrt, die sich ihr nähern. Zum Glück bist du noch nicht bei dieser Musik angelangt, denn sonst verlörest du deine frische Farbe und keiner würde sich bei deiner Rückkehr nach Paris wiedererkennen. Lass uns Opern singen, Christine Daae.« Dieses »Lass uns Opern singen« schleuderte er mir wie eine Beleidigung ins Gesicht. Aber ich hatte keine Zeit, mich bei diesem Tonfall aufzuhalten. Wir stimmten sofort das Duett aus Othello an, und schon schwebte die Katastrophe über uns. Diesmal hatte er mir die Partie der Desdemona überlassen, die ich bisher noch nie mit so echter Verzweiflung und Todesangst gesungen hatte. Die Gegenwart eines solchen Partners vernichtete mich nicht, sondern flößte mir herrliches Entsetzen ein. Die Ereignisse, deren Opfer ich war, brachten mich der Vorstellung des Dichters ungewöhnlich nahe, und ich fand Töne, die den Komponisten mit Begeisterung erfüllt hätten. Eriks Stimme klang donnernd, jeder Ton offenbarte seine rachsüchtige Seele und steigerte deren Macht. Liebe, Eifersucht, Hass machten sich in der herzzerreißenden, schreienden Luft. Eriks schwarze Maske erinnerte mich an das Gesicht des Mohren von Venedig. Erik und Othello wurden eins.
Ich glaubte, er würde mich erschlagen, ich würde unter seinen Hieben zu Boden stürzen. Aber ich versuchte nicht zu fliehen, um wie die furchtsame Desdemona seinem Zorn zu entrinnen. Im Gegenteil, ich trat auf ihn zu, wurde von ihm angezogen, fasziniert. Ja, in solcher Leidenschaft kam der Tod mir sogar reizvoll vor. Aber vor dem Sterben wollte ich, um mit dem letzten Blick ein erhabenes Bild mitzunehmen, jene unbekannten Züge kennenlernen, die vom Feuer der ewigen Kunst verklärt sein mussten. Ich wollte das Gesicht der Stimme sehen, und instinktiv rissen meine Finger, über die ich keine Gewalt mehr hatte, denn ich war wie in Trance, rasch die Maske herunter. Oh, Grauen, Grauen, Grauen! Christine hielt bei dieser Vision inne, die sie noch immer mit zitternden Händen abzuwehren schien, während sich die Echos der Nacht, die bereits den Namen Erik wiederholt hatten, auch diesen Aufschrei wiederholten. Raoul und Christine sahen durch die schreckliche Erzählung noch enger aneinander geschmiegt zu den Sternen empor, die an einem klaren und friedlichen Himmel funkelten. Raoul sagte: »Wie seltsam, Christine, dass die sanfte Stille von so vielen Seufzern erfüllt ist. Man könnte meinen, sie klage mit uns.« Sie antwortete: »Wenn Sie nun das Geheimnis erfahren, werden Ihre Ohren wie meine eigenen voller Klagen sein.« Sie ergriff Raoul stützende Hände und fuhr nach einem langen Schauder fort. »Ach, auch wenn ich 100 Jahre alt würde, klänge mir sein unmenschlicher Aufschrei immer noch in den Ohren, der Aufschrei eines Höllenschmerzes und seiner teuflischen Wut, während es sich in meinen vor Entsetzen geweiteten Augen offenbarte und ich den Mund aufgerissen ließ, ohne einen Laut hervorzubringen zu können. Ach, wie sollte ich es auch nicht mehr sehen, wenn meine Ohren für immer von seinen Schreien erfüllt sind und sein Gesicht meine Augen für immer heimsucht? Was für ein Anblick! Wie sollte ich ihn nicht mehr sehen? Wie kann ich ihn nur Ihnen vor Augen führen? Raoul, Sie haben schon Totenköpfe gesehen, die von Jahrhunderten gebleicht worden sind und vielleicht sogar seinen Totenkopf in der Nacht von Perros, falls Sie nicht das Opfer eines Alpdrucks waren. Außerdem haben Sie auf dem letzten Maskenball den roten Tod umgehen sehen. Aber all diese Totenköpfe bewegten sich nicht. Ihr stummes Grauen lebte nicht. Stellen Sie sich, wenn Sie es können, nun vor, dass ein Totenkopf plötzlich zum Leben erwacht, um mit den 4 schwarzen Löchern seiner Augen, seiner Nase, seines Mundes, seine heftige Wut, seinen dämonischen Zorn auszudrücken, während die Augenhöhlen blicklos sind. Denn wie ich später erfuhr, sieht man seine glühenden Augen nur in tiefer Nacht. Ich muss an die Wand gepresst, das Entsetzen der Person gewesen sein, und er die Abscheulichkeit in Person. Da trat er mit seinen lippenlosen Zähnen fürchterlich knirschend auf mich zu und überschüttete mich, die ich in die Knie sank, hasserfüllt mit sinnlosen Worten und wahnwitzigen Verwünschungen. Ach Gott, weiß mit was allem. Über mich gebeugt rief er: »Schau hin, du hast es sehen wollen. Sieh es dir an, weide deine Augen, berausche deine Seele an meiner verfluchten Hässlichkeit. Betrachte Eriks Gesicht. Jetzt kennst du das Gesicht der Stimme. Es genügt dir wohl nicht, mich nur zu hören, was? Du wolltest auch wissen, wie ich beschaffen bin. Ihr seid alle zu neugierig, ihr Frauen.« Er stieß ein Lachen aus und wiederholte: »Ihr seid alle zu neugierig, ihr Frauen.« Ein donnerndes, heiseres, schäumendes, gewaltiges Lachen. Er sagte noch andere Dinge wie: »Bist du jetzt zufrieden? Bin ich schön? Wie, wenn eine Frau mich so gesehen hat wie du, gehört sie mir? Dann liebt sie mich immer und ewig. Ich bin der Typ des Don Juan.« Er richtete sich in seiner ganzen Größe auf, stemmte die Faust in die Seite, wackelte mit der Scheußlichkeit auf seinen Schultern, die sein Kopf war, und brüllte: »Sieh mich an, ich bin der triumphierende Don Juan.« Als ich den Kopf umwandte, um Gnade flehte, packte er ihn mit seinen knochigen Fingern bei den Haaren und zog ihn wieder zu sich herum. »Genug, genug«, unterbrach er Ulsi. »Ich bringe ihn um, ich bringe ihn um. Christine, sag mir um Himmels Willen, wo das Speisezimmer am See ist. Ich muss ihn umbringen.« »Schweig doch, Raoul, wenn du es wissen willst.« »Ja, ich will wissen, wieso und warum du dorthin zurückgekehrt bist. Das ist mir rätselhaft, Christine. Aber so oder so, ich bringe ihn um.« »Ach, mein Raoul, hör doch zu, hör mich doch an, wenn du es wissen willst. Er zog mich an den Haaren und dann, oh, das ist noch schrecklicher.« »So sag es schon«, rief Raoul grimmig. »Na los!« Dann zischte er mir zu. »Was? Ich jage dir Angst ein, das kann nichts sein. Du meinst wohl, dass ich noch immer eine Maske trage, wie? Dass dies hier, dass mein Kopf eine Maske ist? Nun gut«, brüllte er, »reiß ihn ab wie die andere. Komm schon, her mit den Händen, her damit. Gib mir deine Hände, wenn sie dir nicht genügen. Leih ich dir noch meine und dann wollen wir zu zweit die Maske herunterreißen.«
Ich warf mich ihm zu Füßen, aber er ergriff meine Hände, Raoul, und drückte sie an sein fürchterliches Gesicht. Mit meinen Nägeln zerkratzte er sich die Haut, die grauenvolle Totenhaut. »Wisse«, stieß er aus dem Blasebalg seiner Kehle hervor, »wisse, dass ich ganz aus Tod bestehe, vom Scheitel bis zur Sohle, dass ein Kadaver dich liebt, dich anbetet, dich nie und nimmer verlässt. Ich werde den Sarg vergrößern lassen, Christine, für später, wenn wir am Ende unserer Liebe sind.« »Sieh doch, ich lache nicht mehr. Ich weine um dich, Christine, die du mir die Maske heruntergerissen hast und mich deshalb nie mehr verlassen kannst. Solange du mich für schön halten konntest, Christine, konntest du zurückkommen. Ich weiß, dass du zurückgekommen wärst. Aber jetzt kennst du meine Abscheulichkeit und deshalb willst du für immer fliehen. Ich halte dich aber zurück. Warum wolltest du mich nur sehen?« »Du warst wahnsinnig, Christine, mich sehen zu wollen. Denn mein Vater sah mich nie, meine Mutter schenkte mir, um mich nicht sehen zu müssen, weinend die erste Maske.« Schließlich ließ er mich los und wand sich ächzend am Boden, denn er kroch wie ein Reptil aus dem Salon in sein Zimmer, dessen Tür er hinter sich schloss, und ich blieb mit meinen Grauen und meinen Gedanken allein, wenn auch von seinem Anblick befreit. Eine tiefe Stille, eine Grabestille folgte dem Sturm, und ich konnte an die schrecklichen Folgen denken, die das Herunterreißen der Maske mit sich brachte. Die letzten Worte des Scheusals ließen darüber keinen Zweifel. Ich hatte mich selbst für immer zu Gefangenen gemacht, und meine Neugier lag meinem ganzen Unglück zugrunde. Er hatte mich zur Genüge gewarnt. Mehrmals hatte er gesagt, mir drohe keine Gefahr, solange ich nicht an seine Maske komme, und doch hatte ich sie heruntergerissen. Ich verwünschte meine Unbesonnenheit, musste mir aber schauernd eingestehen, dass das Scheusal im Recht war. Ja, ich wäre zurückgekommen, wenn ich sein Gesicht nicht gesehen hätte. Er hatte mich schon so gerührt, interessiert, ja durch die Tränen hinter seiner Maske mit Mitleid erweckt, dass ich seiner Bitte gegenüber nicht taub geblieben wäre. Schließlich war ich nicht undankbar, und sein unmögliches Benehmen konnte ich nicht vergessen lassen, dass er die Stimme war und mich durch sein Genie beflügelt hatte. Ich wäre zurückgekommen. Sollte es mir jedoch jetzt gelingen, aus dieser Katakombe herauszugelangen, so würde ich bestimmt nicht mehr zurückkommen. Man kommt nicht zurück, um sich mit einem Kadaver, von dem man geliebt wird, in eine Gruft einzusperren. An dieser rasenden Art, wie er während dieser Szene seinen blicklosen schwarzen Augenhöhlen auf mich gerichtet hatte, war mir das Ausmaß seiner Leidenschaft deutlich geworden. Dass er mich nicht in die Arme nahm, als ich ihm keinen Widerstand mehr zu leisten vermochte, setzte voraus, dass auch ein Engel diesem Scheusal innewohnte. Ja, dass Erik vielleicht trotz allem ein wenig der Engel der Musik war und es ganz gewesen wäre, wenn Gott ihn statt mit Fäulnis zu bestrafen, mit Schönheit ausgestattet hätte. Verstört durch den Gedanken an das mir bevorstehende Schicksal, voller Furcht, dass die Tür des Sargzimmers sich öffnen und ich das Gesicht des Scheusals ohne Maske wiedersehen würde, war ich in mein eigenes Zimmer geschlichen und hatte die Schere ergriffen, die meinen fürchterlichen Los ein Ende machen konnte, als Orgelklänge ertönten. Da, mein Freund, begann ich Eriks Worte über das zu verstehen, was er mit einer für mich verblüffenden Verachtung als Opernmusik bezeichnete. Was ich hörte, hatte nichts mehr mit dem zu tun, was ich bisher begeisterte. Sein Don Juans Triumph, denn ich zweifelte nicht daran, dass er sich auf sein Meisterwerk gestürzt hatte, um mich das Grauen von soeben vergessen zu lassen. Sein Don Juans Triumph schien mir zuerst nur ein langer, herzzerreißender und großartiger Seufzer zu sein, in dem der arme Erik sein ganzes, verwünschtes Elend gelegt hatte. Ich sah wieder das Heft mit den roten Noten vor mir, und der Gedanke lag nicht fern, dass er diese Musik mit seinem Blut geschrieben hatte. Sie führte mich durch alle Phasen des Martyriums, sie deckte mir alle Winkel des Abgrunds auf, in dem ein hässlicher Mann haust, sie zeigte mir, wie Erik mit seinem abscheulichen Kopf gegen die makabere Wand der Hölle rannte und darin Zuflucht suchte, um durch seinen Anblick andere Leute nicht zu entsetzen. Ich lauschte keuchend, elend und niedergeschlagen der Entfaltung jener gigantischen Akkorde, die den Schmerz verwiegten. Dann stiegen die Töne in einem gewaltigen und bedrohlichen Schwarm aus dem Abgrund zum Himmel empor wie ein Adler zur Sonne, und eine Symphonie schien eine Welt zu triumphal in Brand zu setzen, dass ich begriff, dass das Werk vollendet war und die von Liebe beflügelte Hässlichkeit es gewagt hatte, der Schönheit ins Angesicht zu schauen. Ich fühlte mich wie berauscht. Die Tür, die mich von Erik trennte, gab unter meinem Druck nach. Erik war aufgestanden, als er mich hörte, wagte es aber nicht, sich umzudrehen. »Erik«, rief ich, »zeigen Sie mir ruhig Ihr Gesicht. Ich schwöre Ihnen, dass Sie der schmerzensreichste und erhabenste aller Menschen sind, und wenn Christine Daae fortan bei Ihrem Anblick erschaudert, so wird sie an Ihr wunderbares Genie denken.« Da drehte sich Erik um, denn er glaubte mir, und ich war leider auch guten Glaubens. Er hob seine befreiten Hände gen Himmel, sank mir zu Füßen und stammelte Liebesbeteuerungen aus seinem toten Mund, und die Musik war verstummt.
Er küsste den Saum meines Kleides. Er sah nicht, dass ich die Augen schloss. Was soll ich Ihnen noch sagen, mein Freund? Jetzt kennen Sie die Tragödie. Sie wiederholte sich 14 Tage lang, 14 Tage, in denen ich ihn anlog. Meine Lüge war so monströs wie das Scheusal, das sie mir eingab, und nur zu diesem Preis konnte ich meine Freiheit wiedererlangen. Ich verbrannte seine Maske, ich verstellte mich so gut, dass er, auch wenn er nicht sang, es wagte, einen Blick von mir zu erbetteln, wie ein verängstigter Hund, der um seinen Herrn herumschwänzelt. So wich er nicht von meiner Seite und überschüttete mich wie ein treuer Sklave mit 1000 Aufmerksamkeiten. Allmählich flößte ich ihm solches Vertrauen ein, dass er mit mir am Ufer des Todessees spazieren ging und mich auf dessen bleiernem Wasser in einem Kahn herumruderte. In den letzten Tagen meiner Gefangenschaft öffnete er mir sogar nachts das Gittertor, das den Unterbau zur Rues Griebe hin abschließt. Dort wartete eine Equipage auf uns, mit dem wir in den Bois fuhren. Die Nacht, in der wir ihnen dort begegneten, wäre für mich fast tragisch abgelaufen, denn seine Eifersucht auf sie war so groß, dass ich ihn nur zu besänftigen vermochte, indem ich ihm versicherte, sie würden demnächst abreisen. Nach jenen 14 Tagen, in denen ich von Mitleid, Begeisterung, Verzweiflung und Entsetzen hin und her gerissen wurde, glaubte er mir schließlich, als ich ihm sagte, ich komme zurück. »Und Sie sind zurückgekommen, Christine«, seufzte Raoul. »Ja, und ich muss Ihnen gestehen, dass es nicht seine fürchterlichen Drohungen bei meiner Freilassung waren, die mich bewogen, mein Wort zu halten, sondern das herzzerreißende Schluchzen, in das er auf der Schwelle seines Grabes ausbrach.« »Ach, dieses Schluchzen«, wiederholte Christine und schüttelte traurig den Kopf, »fesselte mich stärker an den Unglücklichen, als ich es selbst im Augenblick des Abschieds ahnte. Armer Erik, armer Erik!« »Christine«, sagte Raoul, während er aufstand. »Sie behaupten zwar, dass Sie mich lieben, aber seit Ihrer Freilassung waren erst wenige Stunden verstrichen, als Sie schon wieder zu Erik zurückkehrten. Erinnern Sie sich an den Maskenball?« »So war es abgemacht, und Raoul, Sie erinnern sich doch, dass ich diese wenigen Stunden mit Ihnen verbracht habe, was uns beide großer Gefahr aussetzte.« »In diesen wenigen Stunden zweifelte ich daran, dass Sie mich liebten.« »Zweifeln Sie immer noch daran, Raoul? So wissen Sie, dass jede Rückkehr zu Erik meine Abscheu vor ihm vergrößert, denn jede Rückkehr besänftigt ihn nicht etwa, wie ich gehofft hatte, sondern macht ihn noch liebestoller. Und ich habe Angst, Angst, schreckliche Angst.« »Sie haben Angst, aber lieben Sie mich? Würden Sie mich lieben, wenn Erik schön wäre, Christine?« »Unseliger! Warum fordern Sie das Schicksal heraus? Warum fragen Sie mich Dinge, die ich wie eine Sünde in der Tiefe meines Gewissens verberge?« Sie erhob sich und schlang bebend ihre schönen Arme um den Kopf des jungen Mannes und sagte, »O mein Bräutigam, eines Tages würde ich Ihnen meine Lippen reichen, wenn ich Sie nicht liebte? Hier sind Sie zum ersten und zum letzten Mal.« Er küsste sie, aber die Nacht um sie herum wurde so heftig zerrissen, dass sie wie vor einem nahenden Gewitter flohen, und ihre aus Angst vor Erik geweiterten Augen zeigten ihnen, ehe sie im Weit der Giebel verschwanden, hoch über ihren Köpfen einen riesigen Nachtvogel, der sich an die Seiten der Leier Apollos zu klammern schien und sie aus glühenden Augen anfunkelte.